Hey, du da, kennst du dich mit Vögeln aus? Oh, also ich meine, ja, mit Vögeln, also mit richtigen Vögeln. Verstehst du? Tiere. Ich meine die Tiere. Sag doch einfach, dass du Sex haben willst, um Himmels Willen, wie verkrampft! Worum geht es denn? Na, wie ich sagte, um Vögel. Das heißt, genauer gesagt, um einen Vogel. Aber was für einen? Riesig ist der. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dieses Mistvieh hat meine Flaschen mitgehen lassen. Ich bin Händlerin, weißt du, ich habe ein Schiff. Und bei dem Sturm gestern ist eine ganze Ladung Branntwein von Bord gegangen. Ziemliche Schweinerei. Aber kaum hatte ich jemanden gefunden, der verzweifelt genug ist, die Flaschen für eine Handvoll Geld aus dem Wasser zu holen, kommt dieses riesige, oh, was sage ich, dieses gigantische Vieh angeflogen und schnappt sich die Flaschen. Eine nach der anderen. Ich habe noch gesehen, wie der Vogel immer nach Norden geflogen ist, hin und zurück. Und ehe man sich's versieht, war wieder eine Flasche weg. Schätze, der hat sein verdammtes Nest da irgendwo auf einem Felsen. Du schaust nicht so abgefragt aus wie die anderen Typen hier. Willst du es versuchen? Wenn du alle 8 Flaschen wiederbringst, kriegst du auch was von mir. Abgemacht, ja? Super. Dann warte ich hier darauf, dass du wieder zurückkommst. Super. Räuberischer Vogel. Eine weitere kleine Nebenquest, die wir wahrscheinlich direkt mal hier erledigen werden können. Ach, das ist sogar hier auf dem Weg. Da wollte ich ja sowieso hin. Weil wir hier ja wegen der archäologischen Quest hin müssen. Also ich habe zumindest vermutet, dass wir da hin müssen, deswegen. Artefakte der Vergangenheit, dafür habe ich ja keine Questmarkierung. Es wird nur gesagt, Nautilus Werft im Norden. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal weiter hier, die hochmütige Helene. Mit den Nebenquests, wenn wir schon mal da sind. Nochmal kurz gucken, wo wir mit der Hauptquest weitermachen sollten, bei Rehmann, Wache Erotins. Betet jeden Abend am Grab seiner Frau in Erotin im Hafenviertel. Ah, okay. Also wo die Gräber sind, wissen wir schon. Dann können wir da das nächste Mal hin. Ja, bitte? Ah, noch ein Händler, sehr nice. Aber nichts Interessantes. Zwei Sachen wollte ich euch noch sagen. Die eine Sache, von der ich nicht weiß, ob ich sie euch schon gesagt habe, und zwar wegen dem Telekinese-Zauber, dass ich den nochmal ausprobieren wollte. Ich weiß, das habe ich euch schon gesagt. Ich wollte einen kleinen Gegenstand finden, mit dem ich was ausprobieren kann, denn mir wurde der Tipp gegeben, dass ich mit Linksklick oder Rechtsklick Gegenstände an mich ranziehen kann. Und das hätte natürlich die ganze Geschichte mit der Schlüsselquest enorm erleichtert. Gehen wir erstmal in den Laden am Pier. Oder Pier, oder wie auch immer. Was möchtet ihr kaufen? Erstmal nichts kaufen, eigentlich nur gucken, was du so Feines hier hast. Feuerball Rang 3 haben wir aber schon. Teleportruhen haben wir auch erstmal genügend. Ja, so attraktive Angebote haben die nicht wirklich für uns. Mein Inventar jetzt leer zu räumen, da habe ich nicht so große Lust darauf. Das muss nicht sein und wir können derzeit auch noch mehr als genug tragen. Also wieder raus. Dann haben wir da hinten noch eine Ecke, die ich auch mal überprüfen wollte. Ich lasse mich hier nichts entgehen, sprach er und übersah 30 Nerim-Zeichen. Dammit! Ihr wisst, was ich meine mit nichts übersehen. Kann man eigentlich in das Boot rein? Nein, oder? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, da unten reinzuschwimmen. Mist! So schnell kann sich ein Bedürfnis widerlegen. Selbst so eine kleine Steinkante ist zu hoch für Sanaa. Also ich bitte dich, Frau... Du willst mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass du mit schwerer Rüstung so schwer irgendwo rumspringen kannst, aus dem Wasser heraus. Und nein, das war nicht ironisch gemeint. Da oben kommen wir her, ja? Nur nochmal kurz überprüfen, genau den Weg sind wir hier runtergelaufen. Dann überprüfen wir, überprüfen, 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 so viel überprüfen.
Bevor wir die andere Seite vom Hafen in Augenschein nehmen, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas auf dem Schiff machen können. Vielleicht kann man ja auch irgendwie eine Reise beantragen oder so. Oder zumindest mal schauen, ob es irgendeinen interessanten Loot an Bord gibt. Ich glaube aber nicht. Unmöglich! Ach, Tür, du bist einfach unmöglich. Gut, dann jetzt die andere Seite des Hafens. Und dann würde ich sagen, haben wir schon fast ganz Erotin erkundet. Ich frage mich, wie viele Folgen das jetzt sein werden. Ich glaube 5 bis 10 oder so. Und dann hätten wir schon mal alles in der Tasche. Ich weiß nicht, wie man mit Erkunden was in die Tasche nehmen kann, aber... Melchior will uns auch nichts Brauchbares sagen. Oh, Jesus! Automatische Türen, wo ist der Bewegungsmelder? Wie krank. So, genau, das führt uns hier auf die andere Seite des Hafens. Huch! Geh nochmal auf! Hallo? Dann halt nicht. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, ob hier da bei dem Weg noch irgendwas zu holen ist. Danke! Ich schaue ganz, ganz kurz nach. Wir beschleunigen das auch kurz. Ich bin der König der Welt! Ich frage mich, ob es was bringt, wenn wir auf das andere Schiff da drüben kommen. Falls das überhaupt gewollt ist. Hoppa! Ja, ja. Oh, ich glaube, das überlebe ich nicht. Ah, nice. Ich habe vergessen, dass man in Nerim ein bisschen mehr aushält. Ach, es wird sogar gewollt, dass man hier hinkommt. Ah, nice. Auf dem Schiff war auch ein Nerim-Zeichen. Wer hätte das gedacht? Ich dachte eigentlich gerade eher, dass ich hier so ein bisschen am Exploiten bin. Mit den ganzen Hügeln und allem drum und dran. Oh, nice. Erstmal ein paar Perlen absahnen gehen. Dann mache ich eine wunderschöne Perlenkette daraus. Und werde sie tragen. Jeden Tag. Von morgens bis abends. Sie wird so schön sein. Meine Stimme klang gerade eben unabsichtlich abstinkender als sonst. Aber das sollte so einen gewissen Grad an Wahnsinn der ganzen Geschichte mal gegeben haben. Die beiden Typen haben eine Krone, die sind nicht tötbar. Keine Zeit, ich bin... Crazy. Ich glaube, die bewachen nicht einfach mal die Brücke. Weil das irgendein super wichtiger Ort ist vielleicht. Naja, wir werden es ja gleich erfahren. Ist das die Nautilus-Werft? Nein, alter Hafen von Erotin. Verdammt, dann habe ich keine Ahnung, wo sie ist. Dann müssten wir bei Gelegenheit wieder unser Questlog nochmal näher durchlesen. Ihr gehört aber nicht hierher. Ja, das stimmt. Hilft denn niemandem ab? Doch, ich würde dir helfen. Oh, ein kampfbereites Huhn. Nein, ein Hahn, Entschuldigung. Was zum Teufel ging hier ab? Lauter Bettler im alten Hafenbezirk. Ihr gehört aber nicht. Warum immer aber? Das klingt so, als ob ich vorher gesagt hätte, ich bin hier zu Besuch, ich gehöre hierher. Ihr gehört aber nicht hierher. Was wollen Sie mir sagen? Überall Bretterverschläge. Oh no. No, 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 no. Ah, 170 Erfahrungspunkte. Ich habe gerade eben ein bisschen Angst gehabt, weil diese... Das sollte eine Mischung aus Krabbe und Fresse und Flusskrabbe... Gott!
Ihr seid infiziert mit Wasserfäule? Was? Eure Konstitution wird entzogen. No. Ach, jetzt können wir gleich mal was testen. In der Hoffnung, dass ich nicht gleich ein massives Kopfgeld bekomme. Und zwar, worauf mich einer von euch... Ah, immer dieses Finden der Debuffs. Eigenschaft. Hier, Krankheit Wasserfäule. Etwas, worauf mich jemand von euch hingewiesen hat. Das letzte Mal. Wir haben ja... Hier, Antidotum. Nein. Nicht das, das andere. Na, wo ist es? Katharsis, hier. Heilt Krankheiten für 30 Sekunden, entzieht 30 Lebenspunkte. Müssen wir gerade mal gucken. Wir sind gerade bei 124. Sollte also funktionieren. Können gleich mal gucken. Ich habe extra gespeichert, weil ich Angst habe, dass ich wieder von irgendwelchen Wachen gefunden werde. So. Ja, warten wir. Ja, das Ding hält 30 Sekunden. Kurz mal gespannt. Haben wir noch den Debuff? Nein, nicht mehr. Krankheit wurde geheilt. Sehr gut. Das heißt... Missio sanguinis. Irgendein lateinischer Begriff bestimmt wieder, weil sanguin heißt ja Blut. So, aber ich habe das gemacht, auch mal um zu testen. Nein, okay, kein Kopfgeld. Einfach mal um zu schauen, ob die irgendwie hier... die Glocke am Bimmeln ist. Wo? Die Magieglocke ohne... Weil ich muss sagen, obwohl die Stufe 17 sind und so weiter... Nein! Machen sie doch ordentlich viel Schaden und angeschlagen wollte ich mich nicht unbedingt mit denen anlegen. Da führt ein Weg hoch, da gehen wir gleich hin. Erstmal schauen wir uns fertig hier auf diesem alten Hafenviertel um. Vielleicht ist das auch der Weg, den wir entlang schreiten müssen, um zu diesem Vogelnest zu kommen, um an die ganzen Flaschen zu kommen. Zu kommen. Na, interessant. Das könnte auch der richtige Weg sein. Das hier könnte auch der richtige Weg sein. Aber dafür sieht es ein klein wenig zu steil aus. Oder? Ja, das ist zu steil. Aber Stone, das ist nicht zu steil. Da oben gibt es ein Nerim-Zeichen. Das war mir nicht offensichtlich genug. Sonst haben wir hier nichts. Ich bin immer so ein bisschen halbherzig auf der Suche nach Secrets. Oh, ein Steinkreis mit Steinpilzen. Also nicht wirklich Secrets, aber so ein paar versteckte Sachen zu finden. Und ich sage bewusst ein paar, weil, ja, ich will einfach nicht stundenlang hier herumlaufen und herumschwimmen und untersuchen gehen und überprüfen gehen. Da haben wir schon wieder das Wort prüfen. Weil ich könnte mir vorstellen, in einem Stream oder auch privat genauer die Sachen sich mal anschauen zu gehen. Aber bei einem Let's Play, denke ich, hat das nicht so viel verloren, wenn ich hier einfach stundenlang mich im Kreis drehe, um eventuelle Türen und Geheimgänge zu finden. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Vermummte Gestalt. Eine vermummte Gestalt will uns Wortgewandtheit beibringen, of course. Nein, ich habe sowieso gerade nicht so viele Lernpunkte, also bringt mir das nicht so viel. Meine Nexus-Axt will ich nicht aufladen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ein Schneesturm. Eisschaden, 36 Punkte in 15 Fuß auf Ziel, ja. Nicht so bombastisch. Ach, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich auch einen Blitzzauber finden. Bis jetzt haben wir immer, nicht entzünden, Feuerball gehabt. Moment mal, Feuerball Rang 1, 35 Schaden. Feuerpfeil Rang 1 ohne Zusatzeffekte. 19 Schaden. Weniger Schaden? Hä.
Okay, ich denke mal, der Vorteil an dem Ding ist natürlich, dass es weniger Mana kostet. Ein bisschen weniger Mana. 6 Punkte für 20 Sekunden an Ziel. Heißt es, dass das Ding tatsächlich 120 Schaden macht? Bejesus! 6 Punkte abzieht pro Sekunde. No, das hört sich eigentlich ganz gut an und brauchbar. Handeln wir mal ein bisschen hoch und stehlen uns das. 30 Mana finde ich noch in Ordnung. Und dann holen wir uns einfach mal auch den gleißenden Blitzrang 3, because why not? Dann haben wir von jedem Element ein bisschen was. So, dann möchte ich nochmal kurz vergleichen. Der hat nämlich nur die direkten Schadenszauber angeboten. Also nicht hier so Frostpfeil, was noch Einfrieren-Effekt hat, und Feuerschaden, was noch Schaden über Zeit hat. Und so ein Kram, sondern... hier, nee, ja, keine Entladung, na, wo ist es denn? Gleißender Blitz da, 88 Schaden für 47 Mana. Und meine beiden Feuerballzauber, gut, 40 Mana. Und das macht 82, ja gut, das bringt jetzt nicht so mega viel, aber jetzt haben wir immerhin Blitzzauber. Das heißt, wir sind schon mal vorgesorgt für den Fall der Fälle, dass uns irgendein Monster begegnet, was... ordentlich Blitze aushält. anfällig ist gegen Blitze, so rum. Okay, ich würde mal einfach jetzt sagen, offiziell sei hiermit von Stone bestätigt, dass wir Erotin durchhaben. Jetzt könnt ihr mal hochrechnen und schauen, und ich gucke so lange mal ein bisschen auf die Uhr. Jetzt nochmal knapp eine Stunde aufgenommen, das heißt dreimal eine Stunde aufgenommen. 6 Folgen, 7, 8 Folgen, irgend sowas um den Dreh. Knapp 10 Folgen haben wir gebraucht. Armer Leute, letzte Ruhestätte, okay. So 7 Folgen, 7, 8 Folgen für ganz E-Routine. Gut, wollen wir mal rein? Und ob dieses arme Leuteviertel hier tatsächlich noch zu Erotin gehört, ja, ist auch ein bisschen Definitionssache, würde ich schon fast sagen. Oh, okay. Da hinten geht es schon wieder los. So. Gott, diese Viecher, wie sie mit dem Zweihänder abgehen, das ist... Nee, nicht Torch. Das ist so abnormal. Oh, no, 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 no. Wer bist du? Skelettwache, geh weg. Ja. Ich mach schon die gleichen Geräusche wie die Oblivion-Charaktere. Die haben genau das gleiche gemacht. So. Wie ihr gerade eben sehen konntet, damit hätten wir offiziell die letzte Ladung verbraucht von unserer Zweihandwaffe. Oh, not again. Hallo? Wo schleichst du dich an? Habe ich hier irgendeinen Gang übersehen? Nein. Oh nein, ich habe ihn irgendwo durch die Wand hindurchgezogen. Oh Gott! Ach, kein Mana mehr. Komm mal her. Und Mana, regenerier dich. Du Sack, du hast extra auf... Oh, extra auf mich gewartet. Oh, oh. Ha! Ah, Lehmzauber. Gott, ich bin so langsam mit einer Waffe. Oh, Gott. Oh. Ah. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Ah. Ah. Puh.
Bei diesen Kerlen ein Lichtgespenst. Okay. Das ist neu, glaube ich. Bei diesen Viechern, was wollte ich gerade sagen, will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Abstand gehen. So, dann eine andere Sache, was ich jetzt schon die ganze Zeit testen wollte mit dieser Telekinese. Dann wollen wir das doch auch direkt mal machen. Und zwar Telekinese darauf, mit linker Maustaste soll ich das angeblich zu mir heranziehen können, ja? Nein. Also linke Maustaste zieht nur die Waffe raus oder holt aus. Rechte Maustaste vielleicht? Nein. Also wer auch immer mir das gesagt hat, das stimmt nicht. Vielleicht ist es ja F. Nein, F hat nichts getan. Vielleicht ist das ja E. Nein, E ist es auch nicht. Letzte Möglichkeit, vielleicht ist das ja Y. Nein, also es scheint tatsächlich keine Taste zu geben, mit der wir einen Telekinese-Zauber anwenden können und uns danach in irgendeiner Form die Waffe zu uns ziehen können. Geht leider nicht. Außer selbstverständlich, ich habe mal wieder irgendwas ganz Offensichtliches übersehen oder ich kenne einfach den Shortcut dafür nicht. Also linke Maustaste ist es nicht, rechte auch nicht. Oh Gott! Mach mal langsam! So. Linke Maustaste nicht, rechte Maustaste auch nicht. Wo sind wir stehen geblieben? F ist es nicht, E ist es nicht, Y ist es nicht. Bin ich mal gespannt, was für Vorschläge ihr sonst noch so habt. So, haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Fackel. Fast schon ein bisschen lächerlich, wie oft ich mich verspreche, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Hallo? Ach, Spitzhacke ist kaputt gegangen, verdammt! Gut, dass ich immer eine Ersatzspitzhacke bei mir rumtrage. Oder auch mehrere. Moment, wo ist meine Spitzhacke? Ach da. Sieht zwar aus wie ein Hammer, aber gut. 10 Spitzhacken habe ich noch, 10 Stück, wie schwer sind die Dinger? Ein Stein, okay. Berserkerharnisch der Reinigung. Kettenstiefel der Täuschung. Magierstiefel des Manasturms. Die Dinger sahen verdammt geil aus. Berserker-Turmschild. Was ist das denn hier für ein abgefahrener Loot? Und sogar noch 2 Fackeln. Sehr schön. Also der Loot war hier mal hammermäßig. Dafür, dass die... Ruine, wollte ich schon sagen. Dafür, dass diese kleine Höhle hier recht einfach war. Aber wir haben ja noch nicht alles. Es gibt noch eine zweite Hälfte. Und was wäre das liebe Oblivion und Nerim ohne das allseits bekannte und allseits geliebte Dungeon Crawlen. Boah, ist das hier finster. Wie ihr seht, habe ich auch mittlerweile versucht, ein bisschen so meine Heiltechnik zu verbessern. Es gab zwar nur einen einzigen unter euch, dem das ein bisschen auf die Nüsse gegangen ist. Also dieses, alles weggebombt! Dieses, ich heile mich und bleibe dabei stehen, das habe ich zwar nicht immer gemacht, aber ab und zu habe ich das gemacht, bin stehen geblieben, während ich mich geheilt habe, einfach um nicht zu riskieren, um geheilt zu sein für den nächsten Kampf. Und allein das schon schien einigen von euch auf die Nüsse zu gehen, oder zumindest einer Person. Und ja, ich weiß, man kann es nie allen recht machen, ich weiß. Ich versuche es auch nicht allen recht zu machen, aber wenn es gerade um so kleine Dinge geht, wie zum Beispiel, ja, Stone, probier dich mal zu heilen, während du am Laufen bist und bleib nicht immer stehen. Ich werde natürlich übrigens weiterhin stehen bleiben, wenn ich das Gefühl habe, dass ein schwieriger Kampf ansteht. Aber ansonsten, ja, das sind so kleine Sachen, wo, wenn ich die Kritik erstmal gehört habe und mir die Stellen selbst im Spiel angucke, denke ich mir, es ist nicht unbedingt störend, dass ich an der Stelle stehen geblieben bin, also mich selbst stört das überhaupt nicht. Aber es ist so eine Sache, die ich leicht verbessern kann und ja, zum Zuschauen verbessert das die Erfahrung ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. So im Schnitt
durch die Bank hindurch, wird dadurch das Erlebnis ein bisschen gefördert, aber ja, es ist wirklich nichts Dramatisches. Es ist so eine Kleinigkeit mit dem Heilen. Und die meisten von euch haben auch ihren Kommentar gleichzeitig zu den gleichen Videos, ich weiß gar nicht mehr wo oder wann das war, dazu abgegeben und direkt mir mal gesagt, Stone, das ist kein Problem. Kurz mal schauen, ob hier in diesem Turm irgendein Zugang ist, den wir nutzen könnten. Scheint aber ein türloser Turm zu sein. So, dann gehen wir mal direkt hier auf diesen auf den grünen Pfeil zu. Diesmal, jetzt kann ich reinen Gewissens sagen, dass wir tatsächlich ganz Erotin und alle umliegenden Gebiete erkundet haben. Das sieht hier immer noch relativ steil aus. Nein, den anderen Weg wollte ich hochgehen, da war ja noch einer. Auch wenn direkt hier auf die andere Seite diese Bretter führen, warum auch immer. Aber dieser Bereich sieht ja ein bisschen flacher aus, also nehme ich mal an, dass hier... Oh Gott! Oh Gott! Geh weg! Du bist krank! Oh, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ah. Stufe 21, jetzt plötzlich geht es wieder los hier mit den erhöhten Leveln. Na gut. Ha. Ich wollte gerade sagen, ja, dann folgen wir mal diesem Weg ein paar Meterchen nach oben und schauen, wo es uns so hinführt. Aber schon nach einer halben oder einer Minute stoßen wir hier auf eine knallharte Felswand. Dann würde ich doch sagen, dass wir einfach mal direkt diesen Bereich hier ausprobieren. Vielleicht ist es doch nicht zu steil zum Hochklettern, aber das werde ich ganz heimlich erwähnt. Vielleicht für euch in der gleichen Episode, vielleicht aber auch erst in der nächsten, werde ich das bei der nächsten Aufnahme machen. Denn ich habe wieder keine Zeit, eine Stunde habe ich aufgenommen. Aber richtig rausfinden, ob es hier weitergeht, werden wir das nächste Mal. Oder für mich zumindest garantiert das nächste Mal. Bis dann!